Es ist Nacht, ne? Es wird Nacht, glaube ich. Ich sehe die Sonne nicht, weil es regnet. Und wir haben da auch unten soweit fertig gebuddelt. Deswegen, ich glaube, ich sortiere den Stuff ein. Und dann sollte auch schon die Nacht beginnen. Stein, Holz. Boah. Stein. Holz. Fell. Zähne. Gefrierdrüsen. Hier habe ich noch ein paar Samen gefunden. Außerdem Wolfsfleisch. Wolfsfleisch. Und eine Trophy. Hier. Und auch immer mehr. Gut. Und ich glaube, die Nacht beginnt gleich. Das heißt, wir versuchen wieder unser Glück. Gehen ins Gebirge. So. Und ich... Oh nein, jetzt bin ich nass geworden. Ja, egal, es sind nur 2 Minuten. Ja, also ich sprühe wieder vor. Also bis gleich. Mal wieder nix. Das war ja klar. Und wir sind eben gerade schon wieder fast gestorben. Aber ich habe es doch hingekriegt. Das hätte ich auch ohne einen Trank zu nehmen. Kamen wieder 2 Ein-Sterne-Wölfe auf einmal. War wieder ein bisschen zu viel des Guten. Aber gut. Zack. Trophäen. Hm. Zähne. Gefrierdrüsen. Und Fell. Nice. Gut, ich würde sagen, wir ruhen uns mal kurz aus. Und wir buddeln dann ein Stück weiter. Ne? Ich habe irgendwie gerade Bock drauf, dass das da ein bisschen eingeebnet ist. Und theoretisch können wir auch schon die Konstruktion, diese Stein-Holzkonstruktion da abreißen. Die brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Also von den, von dem Spawner. Soll ich das schon mal machen? Ja, oder? Ich glaube, das mache ich jetzt. Weil das sieht auch irgendwie so unschön aus. Die haben das ja auch richtig zerruppt, natürlich. Das sieht man gar nicht, weil es so neblig ist. Gut. Dann gehen wir einfach straight dorthin. Und können das dann in Ruhe abreißen. Und begrünen müssen wir noch. Und das letzte bisschen da weghacken. Kann ich hier das eigentlich abreißen? Die Handwerkstation fehlt. Haben wir die auch weggerissen? Oder, also, liegen die Materialien hier irgendwo? Hä? Okay. Ausdauer war gerade ein bisschen low. Ah, hier. Da war das Eisen, ne? Gut. Das heißt, wir können hier erst einmal eine normale Workbench bauen, damit wir die andere Workbench bauen können. Moment. Ich sammle mal alles auf. Normale. Und die hier. Mache ich mal hier hin. So. Dann können wir das hier alles wegreißen. Ah, herrlich. Und das hier auch gleich gerade machen, das machen wir dann. So, da müssen wir eigentlich nur die untersten wegreißen. So. Die schweben jetzt. Ah, okay, sie krachen Stück für Stück ein. Und das hier noch weg. So.
da war schon wieder ein Lag, obwohl wir nicht in unserer Base sind. Seltsam. So. Auch noch tot. Dann sammeln wir... Oh, wir sind überladen, glaube ich. Dich töte ich noch. Und dann reißen wir hier oben den ab. Dann sollte alles einkrachen. Und ich laufe mal ins Lager und lade mal alles ab. Diesen ganzen Stein und so. Hinauf. Nice. Ein bisschen sauber machen. Unseren ganzen Krempel. Holz. Oh, so viel Stein. Können wir gleich schon wieder nach oben ins Lager bringen, wa? Harz. Augen. Beerenkräuter, Trophäen. Beeren. Und Kräuter waren. Bin ich blind? Ach, hier unten. So. Dann holen wir die nächste Fuhre. Unser Hammer hält noch ein bisschen, Gott sei Dank. Dreist. Er greift unsere Workbench an. Das hält seltsamerweise noch. Warum auch immer. Ach, wahrscheinlich im Geäst. Kann sein, dass das tatsächlich auch hält. Na komm. Oh, verdammt. Ah, nun lass mich doch in Ruhe. So, alles einsammeln. Und dann muss ich mir tatsächlich gleich nochmal eine Plattform nach oben bauen, wa? Damit ich das alles abreißen kann. Dann mache ich das mal. Bauen. Eine Leiter. Ach komm, Alter. Ja, die spawnen jetzt natürlich unendlich nach die ganze Zeit. Ich mach mal so. So, und hier dran. Und so. Dann ist die hier nämlich hieran befestigt. Selbst wenn die das hier unten kaputt machen, dann ändert das nichts. So, hier vorsichtig sein. Ja, man sieht es, die sind tatsächlich blau. Das müsste jetzt aber einkrachen, ne? Das ist alles grün. Rot. Ja. Die Leiter lasse ich mal. Falls da oben was liegen bleibt. Glaube ich zwar nicht, aber ich lasse das jetzt einfach erstmal. Bis wir sicher sein können, dass wir die Leiter abreißen. Oh, schon wieder überladen. Ja, der ganze Stein, ne? Stimmt. Oh. Nee, mit den Fäusten wollte ich das nicht machen. So. Die Spitzhacke packe ich mal hier hin. Und wir machen hier mal gerade. So. Ja, ja. Du nervst mich gerade ein bisschen, deswegen. So. Wollte ich ihn eigentlich am. Oh! Nein, das wollte ich nicht. Den wollte ich. So. Ach, die habe ich auch getauscht, ne? Die waren eigentlich so rum. Oder? So, schön gerade machen. Und du stirbst auch. So. Da oben liegt... Liegt da was? Moment, ich schmeiß mal hier die Steine weg. Ja, ne? Nee, doch nicht. Gut. Dann reiße ich den hier ab. Und den untersten. Und lass das einkrachen. Sammel Stuff ein. Bring es in unsere Base. Die können jetzt auch tatsächlich da die Dinger kaputt machen. Die brauche ich ja nicht mehr. Aber wahrscheinlich werden sie mir hinterherlaufen. Genauso wie der da. Er dreist, wenn wir diese Steine schmeißen. So.
einsortieren. Finde ich immer noch cool mit diesem schwebenden Stein. Der einzige, bei dem wir das hinbekommen haben. Und ich mich immer noch frage, wie wir das geschafft haben. Weil normalerweise krachen die ja ein, wenn die nichts in der Nähe haben, was es hält. Also kein Kontakt zum Boden haben. So, Stein, ne? Wir sehen's. Wird ein wenig mal wieder Zeit, ein wenig hochzubringen. Augen. Boss Spawn. Und Kräuter. Hier unten. So. Ich nehme eine Abkürzung. Ja, er ist auch mittlerweile angekommen. So. Den letzten Stuff noch einsammeln. Ah, die haben auch schon uns beim Abriss geholfen. Das ist natürlich nett. Dankeschön. Ich sehe es schon, wir müssen nochmal kommen, ne? Wahrscheinlich, oder? Nee, tatsächlich nicht. Gut, dann kommt mal hier mit, weil ihr werdet mir jetzt folgen. Wie die laufen, ey. Was soll denn das? Hier hin. Und didididididi. Verdammt, wie oft hau ich denn daneben? So, ich hoffe, euren Stuff kriege ich auch noch mit. Wäre ärgerlich, wenn wir jetzt wegen einem so einem Ding runtergehen, nochmal runter müssen. Ja. Nice. Gut, da spawnen die jetzt nach. Wir werden hier dann irgendwie da so den Wolfspawner machen, ne? Das heißt, die spawnen hier. Die Wölfe sehen die, greifen die automatisch an und generieren die ganze Zeit neues Holz. Und wenn die mal den einen oder anderen Wolf töten, ist das gar nicht weiter wild für uns, ne? Weil wir kriegen ja unendlich nach. Aber ich glaube, das werde ich dann alles erst in Staffel 2 machen. In Staffel 1 wollte ich erst einmal uns den Wolf besorgen. Und auch so, das ist ja gerade Schwierigkeit genug, wie ihr mitbekommen habt. Augen. Knochen, direkt da drüber. Harz, hier rein. Beeren und Eisen. Eisen kommt nach unten. So. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob dann sogar allmählich wieder Nacht ist. Ja, es neigt sich schon wieder gen Abend. Barren, hier hinein. Boah, ist aber wirklich eine lange Aufnahmesession diesmal. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin schon über 3 Stunden dabei. Was ihr ja gar nicht so wirklich mitkriegt, weil ich ja vieles davon vorspule. Aber gut. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit zu buddeln. Nämlich, dann mache ich das mal. Boah, es ist nur noch das Stück. Nur noch das Stück. Unglaublich. Und dann schwebt sie endlich. Hier brauchen wir allerdings. Warte mal. Ich mach mal hier rein. So. Bis wir kurz davor sind, dass sie schweben würde. Ne? Das machen wir natürlich als allerletztes. Also tatsächlich wird das wahrscheinlich auch das Beenden der Staffel beinhalten. Sowie das Abreißen der alten Base. Und dafür werde ich den Cheat-Hammer benutzen, glaube ich. Natürlich sofort danach wieder vernichten. Und der wird auch nicht hier auf dieser Map sein. Ne? Ich möchte alles ungecheatet haben, aber tatsächlich nur fürs Abreißen der Base finde ich den eigentlich sehr gut geeignet. Weil der, ne, das ist halt so ein Hammer wie der hier. Nur dass er, ne, der hat er auch auf dem Boden. So. Und nur macht er dabei extrem hohen Schaden, irgendwie 9999, weiß ich nicht. Und vernichtet einfach alles. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich praktisch. Hauen wir einmal auf den Boden und alles ist weg. Sieht bestimmt auch imposant aus. Wahrscheinlich wird der PC abkacken, weil er so viel berechnet. Huch.
Ah, gespeichert. So, vorsichtig, nicht zu weit. Ein Stück können wir noch. Bis zu dieser Senke ungefähr, ne, die wir geschlagen haben. Da beginnt sie schon. So. Und dann buddel ich mal hier entlang. So. Sehr gut. Ach ja, es neigt sich dem Ende zu. Also dem Ende, dem Staffelfinale zu. Das freut mich. Da warte ich tatsächlich schon die ganze Zeit drauf. Ich war auch tatsächlich vielleicht in den letzten Folgen so ein bisschen übereifrig, weil ich es kaum erwarten kann, nämlich, dass wir das hier endlich zur nächsten Etappe bringen. So. Top, das hier hacken wir noch weg. Nice. Ja, wo waren wir gerade? Selbstreflexion, ne? Und dass es nützlich wäre, wenn man das lernt. Verstehe ich nicht. Also tatsächlich wurde mir, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber als Kind wurde mir das sozusagen nie, also ich musste es mir selber beibringen. Ne? Sozusagen. Es wurde mir nie irgendwie gesagt, dass das wichtig ist, dass man das braucht. Oder irgendwas. Allerdings glaube ich, dass es auch, weiß ich nicht, eine von diesen Sachen, die jeder Mensch, wie ich schon sagte, jeder Mensch braucht, aber keiner drüber redet. Da gibt es so viele Themen. Auch zum Beispiel das eigenständige Leben. Also so, eine eigene Wohnung haben oder so. Und wie man das managen sollte. Sich selber was zu essen kochen. Sowas. Ne? Das sind ja Sachen, die sollte eigentlich jeder Mensch doch wissen. Aber wir lernen es einfach nicht. Wir lernen es nur auf Bedarf. So. Und da gibt es ja aber noch viele, viele andere Sachen, die vor allem auch mit der charakterlichen Entwicklung zu tun haben. Ne? Oder ein Thema, was nun mal wirklich jeden angeht, Liebe. Ne? Beziehungen und sowas. Alles, was wir davon mitbekommen, ist das. Na, wir haben halt eines jeden Menschen, fast eines jeden Menschen Vorbild, ist dabei, sind dabei natürlich die Eltern. Ne? Ich glaube, da lernen wir das meiste über Beziehungen. Und ich glaube, dass wir auch ziemlich vieles von dem, was wir von unserem Elternhaus kennen, dann später selber leben. Ne? Weil das uns sozusagen, wir uns das so eingetrichtert haben, selbst eingetrichtert haben, dass man das so macht. Ne? Aber es wird nicht drüber gesprochen. Es wird immer nur bei Bedarf darüber gesprochen. Also diese zum Beispiel sowas wie Herzschmerz, jeder Mensch muss es einmal erlebt haben. Ne? So. Oder so, das ist so ein bisschen herdplattenmäßig. Jeder muss immer auf die heiße Herdplatte gefasst haben, um zu merken, dass es weh tut. Ne? Natürlich kann man seinen Kindern immer sagen, pass bloß auf bei der Herdplatte. Und das kann man natürlich auch bei den Beziehungen machen, pass bloß auf. Aber das klingt dann ja auch wieder so falsch. Ne? Vielleicht liegt es daran. Was soll man dem Kind denn erklären? Was soll man ihm denn sagen? Oder? Aber beispielsweise, dass es wichtig ist, sich respektvoll gegenüber zu behandeln. Ne? Also, dass es auf Gleichnis beruht. Ne? Und nicht irgendwie eine Beziehung ist, wo, ich sag mal, dieser Klassiker, wer hat bei euch die Hosen an? So. Warum? Muss jemand die Hosen anhaben? Was soll das? Wo kommt das her? Wie verstaubt? Wie hier jetzt? So, warum denn überhaupt Hosen an? Ich weiß, weil Männer die Hosen tragen und Frauen die Kleider, nach dem Motto, der Mann hat hier das Sagen, aber was ist das für ein Scheiß? Oder?
Also, das habe ich so oft erlebt, dass das so normal ist. Dass es so eine Person gibt, die den Ton angibt. Und die andere Person fügt sich. Ja, schatzmäßig, ne? So. Und, warum? Warum wird uns das eingebläut, dass das so richtig ist? Voll absurd. Und was resultiert daraus? Unglückliche Menschen. Unglückliche Beziehungen, Missverständnisse, Leid und sich gegenseitig wehtun und so weiter. Und jeder Mensch muss diese Erfahrung selber machen. Ne? Da gibt es nichts mit beibringen oder mit. Also ich meine, was willst du machen? Willst du das in der Schule unterrichten? Liebesunterricht? Oh, Moment, der Sound ist kurz weg. Ich mach mal kurz. So. Also dass ich. Mir ist natürlich klar, dass das alles nicht so einfach ist. Und es gibt ja auch nicht die perfekte Lösung. Ne? Jeder Mensch hat ja auch verschiedene Bedürfnisse. Es gibt Menschen, die sind eher devot, die möchten gerne, dass zum Beispiel ein Mann, der devot ist, kenne ich auch einige, die möchten, dass die Frau den Ton angibt. Ne? Aber selbst das kann man ja beibringen. Und wie man das macht und wie man Freunde findet, wie man sich Menschen annähert und so, das muss man alles selber lernen. Voll bescheuert, finde ich, ehrlich gesagt. Irgendwie. Weil jeder Mensch es braucht. Ne? Also irgendwie seltsam. Sollte zum Standardrepertoire gehören, der Bildung. Aber wir sollten mit Selbstreflexion anfangen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Weil das viele, viele, viele Probleme lösen würde. Auch was sozialen Umgang miteinander angeht. Ne? Wie ich sagte, wenn wir gesund reflektieren, sehen wir Dinge auch ein und so weiter.